Willkommen, Freunde, zu Through the Nightmares. Das Spiel ist gestern in der Demo-Version erschienen und die Vollversion erscheint Ende des Jahres, also das Release-Date. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie Trine. Ist ein Jump'n'Run in einer Märchenumgebung. Lassen wir uns mal überraschen. So viele Auswahlmöglichkeiten haben wir ja nicht. Ist ja auch die Demo. Wir müssen die einzelnen Level noch freischalten. Ich weiß auch nicht, wie lange die Demo geht, aber wir versuchen es mal so. Das ist Sandman. Sandman ist unser Hauptcharakter. Der kann natürlich laufen, rechts, links, springen kann er. Und der hat eine Besonderheit, er kann sich klein machen. Und das müssen wir ständig einsetzen, um irgendwie voranzukommen. So, das ist jetzt quasi, erste Level ist so ein Probelevel. Ohne Gegner, ohne irgendwelche komplizierten Geschichten. So. Hier sieht man mal das erste Mal, dass wir es anwenden. Ne? Klein zu sein. Hier müssen wir wieder groß sein, um die Sprungkraft zu haben. Wieder klein, um durchzukommen. So, springen, springen. Ja, okay, das war natürlich wieder nicht gut. Aber ich muss sagen, durch dieses, was ich immer schade finde bei diesem Jump'n'Run, im Hintergrund passiert ja viel, ne? Da hinten ist so ein, weiß nicht was, das ist ein leuchtendes Auge. Man kann es leider immer nicht beobachten, weil man mit dem Spiel so beschäftigt ist. Deswegen gucke ich mir das Video hinterher nochmal an, dann kann ich das alles ein bisschen mehr von der Grafik her genießen. So, das war auch schon der erste Level. War wie gesagt nur so ein Kennenlernen-Level. Der zweite ist schon ein bisschen anders hier. Hier geht es ein bisschen zur Sache, ein paar Räder, die einen so verwirren. Und hier ist es auch wieder so, klein und groß muss man dann aussuchen, auch je nach Sprungkraft. So, zeige euch gleich mal die Stelle, wo ich immer hängen bleibe. Hier wusste ich erst nicht, was ich mache, aber hier müssen wir einfach nur groß bleiben, runterlaufen. So, aber diese Stelle, die macht mir ein bisschen Sorgen. Weil man muss so feinfühlig springen. So, genau. Also da bin ich schon so oft gescheitert. So. Weil bist du zu weit rechts, fällst du in dieses Rad rein. Und die Steuerung ist halt so, du kannst das gar nicht so feinfühlig steuern. Obwohl ich, sag ich mal, das mir auf dem PC mit dem Joypad spiele. Das ist so ein bisschen... Ja, das war wieder... Okay, ich kann es versuchen, dass ich ein bisschen weiter... Ey! Ich kann es versuchen, dass ich ein bisschen weiter Abstand nehme. Vielleicht ist das die Lösung. Genau, das war's. So. Hier müssen wir wieder klein sein. Kommen wir hier hoch? Ne. Ah. Also das ist so, okay, was können wir damit machen? Also X. Also die Steuerung ist wirklich... Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also ist jetzt nichts Negatives, aber... Wenn man es noch nicht so oft gespielt hat... Ja, immer wieder das Problem. Checkpoint. Okay, ah, ich kann mit X keinen Checkpoint setzen. Ja, man muss wirklich an der richtigen Stelle abspringen, sonst hat man das Problem, dass man mal ganz schnell falsch landet. Das ist so echt. Aber ich überlege, wie oft ich schon in der kurzen Zeit gestorben bin. Muss ich noch ein bisschen weiter ran. Gut, dass es hier keine Leben gibt, sonst hätte ich echt ein Problem. So, hier brauche ich auch wieder. Bin ich hier noch drauf? Ne. Okay, hier brauchen wir die Sprungkraft. Ist ja auch klar, wenn er kleiner ist, hat er weniger Sprungkraft. Yo, Level 2 complete.
Also, ich muss sagen, ich finde das schon sehr krass. Oh, ist das eine Falle oder so, die Zähne? Ah. Mal, wie schnell man stirbt. Also, das ist. Du kommst irgendwo leicht gegen, bist du gleich tot. Das finde ich schon krass. Also man kann das ja so ein bisschen koordinieren. Aber das ist irgendwann, finde ich, frustrierend. Also. Weil du bist ja gezwungen, in diese Falle zu springen. Und dann am besten gleich weiter zu springen. Wenn du jetzt aber dann noch ein anderes Rad hast oder so, was er sich dreht, dann kann das ganz schnell sein, dass du da reinspringst. Hier zum Beispiel rechts. Oh Gott. Und man fängt da wieder an. Das ist ja echt ärgerlich. Du musst sogar. Du hast gar nicht die Möglichkeit, das so fein zu steuern. Wie gesagt, also man muss sich da erstmal dran gewöhnen. So, hier kommen wir jetzt so durch. Diese müssen wir wieder klein sein. Okay, ich ahne, was wir machen müssen. Jo, genau, das war die Lösung. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen mehr gespielt hat, ist das für einen schon so eine angenehme Sache. Also kann man es ganz gut spielen. So, was machen wir hier jetzt? Na. Unglaublich. Selten Spiele, wo man so oft stirbt. Ich meine, es sind ja ein paar ganz nice Ideen dabei. Das geht noch alles. Wie gesagt, es ist nervig, dass man immer wieder durch einmal berühren gleich stirbt. So. Alles klar, auch geschafft. Da sind wir ja kurz vom Levelende vorhin gestorben. Boah, das ist ja. So, was zeigt er mir jetzt an B? Aber wenn ich B drücke, passiert gar nichts. Ah, alles klar. Also hochspringen und dann B drücken. Yo. Check the flow, das haben wir doch immer hinbekommen. Oha. Also, wie gesagt, das ist das Spiel, wo ich am meisten gestorben bin. Sieht so einfach aus. Aber vom Timing her ist das echt übel. Was ist denn eigentlich das für ein Felsen? Können wir da auf den Felsen selber drauf? Nee. Jetzt war auch keine Möglichkeit, mal irgendwie Experimente zu machen. Wenn du immer gleich von vorne anfängst. Du stirbst halt immer gleich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde jetzt Leben haben, die man dann verliert.
Dann wäre das somit das schwierigste Spiel, was ich. Jump'n'Run, was ich kenne. Und wieder von vorne. Aber man kann ja nicht einfach so durchlaufen, wie ich das mache. Also, wie gesagt, nur eine Demo und wir wollen ja einfach mal ein bisschen vorwärts kommen. Und mal, wir wollen es ja einfach nochmal anspielen, mal gucken, wie sich das so spielt. So. Jo. Aber wie gesagt, ist eine Sache des Timings. Ich bin auch nicht der beste Spieler, daran könnte es auch noch ein bisschen liegen. Die hier müsste wahrscheinlich klein sein. Oh, und wieder. Wieder nach. Ey. Konzentration. Wieder nach vorne. Hier muss man so hoch, runter. Ja. Jo. Alles klar, prima. Jo, das müssen wir auch noch hinkriegen. Ah, hier haben wir unseren Checkpoint gesetzt. Oh, das wird ja immer heftiger. Alter Schwede. Geschafft. Aber wenn man überlegt, wie alt das Genre Jump'n'Run ist, das ist ja Wahnsinn, dass sich es überhaupt noch lohnt, so eine Spiele zu machen. Man hat natürlich heutzutage mehr Möglichkeiten durch die Technik. Oh, das ist jetzt aber richtig übel. Oh Mann. Ja, jetzt wird schon ein bisschen kompliziert, also noch komplizierter, als es das von vornherein schon ist. Wenn es hochgeht, muss ich eigentlich schon loslaufen. Das ist wie gesagt ein kleiner Fehler. Du bist gleich lost, gleich tot. Hoch und ich laufe los. Hoch und ich laufe los. Ja. Okay. Runterlaufen und hochspringen. Keine Chance. Ist auch nicht. Oh Mann. Es ist so. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber. Wenn man da jetzt, sag ich mal, wie gesagt, noch was einbauen würde, dass man eine gewisse Anzahl von Leben hat, das wäre es ja dann komplett. Keine Chance. Der Sound, okay, ist eine Demo, ich weiß nicht, welches Stadium das ist, Alpha-Stadium oder so. Aber der Sound, der hört sich manchmal ein bisschen komisch an. Jawohl, beste Leben.
So, was soll ich jetzt hier machen? Ich laufe runter, springe hoch, komme ich nicht weiter. Also man muss schon ein bisschen nachdenken und geduldig sein, aber das ist ja nicht so mein Ding. So. Hoch und loslaufen. Ah. Schon wieder Schiss gehabt, dass das Timing nicht hinhaut. Jo. Keine Chance. Das Problem ist, ich kann ja nur, wenn ich auf dem roten drauf bin, sag ich mal, auf dem glühenden Eisen oder was das auch immer ist, kann ich den roten Button drücken. Ich kann ja jetzt gar nichts machen. Ja, kannst du vergessen. Das kriegen wir jetzt ja schon flüssig hin. Nö. Alter Falter. Ich glaube, das ist so ein Spiel. Ich hätte nicht die Muße, es die ganze Zeit so hoch konzentriert zu spielen. Weil das mir echt jeder Ego-Shooter ein bisschen lieber. Weil das kann man mal zwar mal schnell starten. Weil wie gesagt, Jump'n'Run ist mal schnell gestartet, aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Nee. Aber du musst hellwach sein. Und wenn du müde bist, willst du einfach mal kurz was zocken, ohne groß nachzudenken. Also kein großes Highlight-Game oder so, dann. Ja, also sag ich mal, kein Doom oder irgendwie was noch ein bisschen anstrengender ist. Dann wird das hier echt schwierig mit dem Spiel. Weil du stirbst so oft. Ja, ich weiß an der Stelle echt noch nicht, was ich machen soll. Ja, okay. Das geht natürlich auch. Oh Gott. Das ist ja jetzt ein scheiß Timing. Hoch, runter. Ja, normalerweise ist das so, wenn die hochkommen, müsste ich schon wieder fast loslaufen. Okay, das haben wir jetzt ja. Ja, wenn man es einmal raus hat an der Stelle, ist ja in Ordnung. So. Hoch. Hoch. Ja. Wie gesagt, dass man, wenn man einen Fehler macht, gleich wieder vorne landet. Das gibt mir echt auch einen Pinsel. Mensch. Es ist schon ein Spiel, da muss man sehr geduldig sein. So. Jawohl, und nochmal. Ich weiß gar nicht, hat schon mal einer mitgezählt von euch, wie oft ich da gestorben bin? So, komm. Hoch und los. Ey. So.
Hoch. Uiuiui, ui, ui, das war aber Glück. So, das wird jetzt hier nochmal beschissener. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann werde ich sterben. Und wird wieder ganz von vorne anfangen. So, wir machen es noch einmal, letzter Versuch. Und dann habe ich schon die Schnauze voll. Ich will das Spiel ja auch nicht schlecht reden, ist ja innovativ und gar nicht schlecht gemacht. Aber es ist halt, wie gesagt, da muss man richtig geduldig sein, wenn man sowas spielen möchte. Oder halt sowas wirklich absolut lieben. Stelle finde ich auch schon wieder schrecklich. Ja. Ja, komm. Machen wir es nochmal. Dem Demo zuliebe. Ah, scheiße. Da hätte ich mal ein bisschen konzentrierter sein sollen. So, hochspringen. Jetzt Timing. Das geht ja auch noch. Das kriegt man hin. Oha. So, allerletzte Mal. Gehe ich jetzt drauf, war es das. Also drückt mir die Daumen. Ja, okay, einmal geht's noch. Ja, das ist, wie gesagt, das finde ich echt nervig. Weil man muss sich ja vorstellen, das sind ja die ersten Level, die wir hier spielen. Wie ist denn das erst, wenn man dann weiterkommt? Es wird ja immer komplizierter. Ne. So. Jetzt aber letzten Versuch. Weil das hält mein Nervenkostüm nicht aus. So. Und hoch. Jawohl, das hat geklappt. Okay. Jetzt Hindernis hier, oder? Oha. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall mal ein bisschen weiter geschafft. Vielleicht gibt uns das doch nochmal einen kleinen Antrieb.
Mann! Der Sound verzerrt ab und zu. Weiß nicht, warum das so eine Performance-Probleme auslöst oder so. Wir spielen sie auch um 12 Kerner. Das ist halt, wie gesagt, eine frühe Demo noch. So. Klack. Oh Mann, kurz zum Ende. So, das pass auf, den Level packen wir. Da beißen wir uns jetzt durch. Haben wir so oft schon gestorben. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. So. Hoch. No, wollen das uns hier nicht von so einem Spiel unterkriegen. Okay, das war vom Timing her ein bisschen schlechter. Also schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr das schafft oder ob ihr die Demo schon mal gezockt habt und wie ihr vorangekommen seid. Also wie gesagt, das kannst du an keinem müden Tag spielen. Du hast ja auch keine Energieanzeige oder so. Ich finde, das müsste mal ein bisschen ändern. So, einmal treffen ist in Ordnung. Und beim zweiten Mal gehst du halt drauf oder so. Das wäre fair, aber so wie das momentan läuft hier. Und wieder. Da muss man geduldig sein. Wie oft ich das Spiel schon werden wollte innerlich. Gedacht habe, ey, das packst du jetzt hier nicht mehr. Das kriegen wir mal noch ganz gut hin. Das ist auch mal kein Problem. Ach. Wieder kleiner Konzentrationsfehler. Und da sagt man einer, Computerspiele sorgen nicht dafür, dass man konzentriert ist. Ich finde ganz im Gegenteil. Wer dieses Spiel ständig spielt, der ist richtig aufmerksam. Hier wird jeder kleine Fehler bestraft. So, zack. Es geht ja schon fast spielerisch hier. Oh Gott sei Dank, ich dachte wieder Konzentrationsfehler. Yo. Alter, wir haben den nächsten Level sogar erreicht. Aber guck mal, wie krass das wird. Das wird richtig, richtig krass. Alter. Ich muss da irgendwie so einen gewissen Rhythmus reinkriegen. Ey. So. Runter. Ich weiß gar nicht, wo man da hin soll. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, nochmal. So, ich sage euch eins, wir machen an der Stelle Schluss. Es hat keinen Sinn. Eigentlich ein schönes Spiel, keine Frage. Es gibt Leute, die mögen sowas, die feiern sowas. Die würden sich da auch richtig reinbeißen. Ich denke mal, in der Vollversion wird es auch noch anders sein. Ist wie gesagt die erste Demo. Unterstützt die Creator, die, ne, die Publisher. Kauft euch das Spiel.
Wem es gefällt, auf jeden Fall. Ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir einfach... Ah, es würde mich aufregen. Weil es ist... Ne, wenn ich dann überlege, ich bin so 3 cm vom Levelende und gehe drauf. Das ist... Boah, überhaupt nicht meine Welt. Aber... Vielleicht gefällt es euch ja. Ja, und wem das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, Abo. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.